Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chicken Police Painted Red. Wir haben uns in der letzten Folge hier alles angeguckt gehabt. Was ich nicht angeguckt hatte, war der... Oh, nicht mehr drin liegende Whisky. Okay, das wurde nicht gespeichert. Gut, das haben wir alles schon in der letzten Folge gehört gehabt. Jetzt habe ich Schiss, dass auch noch andere Sachen nicht genommen wurden. Ich werde nochmal alles schnell durchgehen. Okay. I haven't dusted you off in a while, partner. Na gut, gucken wir mal. Calling Booze darling. It's kind of weird, don't you think? Says someone who calls his gun collection his harem. Touché. I'll shut it. Good birdie. Okay. Wir werden noch mal komplett alles angucken. Long legs. We're not that girl. She's a mod. You see? Okay, creepy little creepy little squirrel. So. Hat wirklich nicht gespeichert. Deswegen. Gut. Die Bühne. Da können wir auch noch was gucken. Okay. So, wir gucken uns einfach, wie gesagt, alles nochmal an. Remember that old... Okay. Yeah, as you said. Remember that... His... Ah, yeah. Two missing legs. What happened? Your body... You know what? It is, Maud. Remember that other... Two miss... What? Your... You know? It is. Okay. Jetzt haben wir noch zum Angucken die Filmplakate. Machen wir auch nochmal eben. Marty. Ich weiß nämlich nicht, ob da noch irgendwie... You think this is... Yep. Okay. Damit wir auch nichts verpasst haben. Bisschen schade, dass das nicht speichert. Ich muss immer noch sagen, ich finde es halt doof, dass man nicht so eine Speicherfunktion hat an sich. Das ist so ein... Okay. Das ist halt so ein bisschen... Nicht so geil, wie ich finde. Aber gut, das Spiel ist an sich trotzdem sehr gut. Und wir haben uns auch schnell durchgeklickt. Hier war ja sonst nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Dann können wir ja jetzt mit unserem Falken sprechen. Gucken wir uns ihn erstmal an. Hey, there's Philmar. Who? Oh yes, Philmar. Because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. Sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. So, Philmar. Gucken wir uns doch mal an. Wo ist er? Da, Philmar. Name Philmar Lowe. Spezies Falke, Falco Berigora. Geschlecht männlich. Besondere Merkmale absolut durchschnittlich. Im Aussehen wenig einprägsam. Und ein alter Bekannter aus Averien. Es ist ein Falke, Alter. Von wegen wenig einprägsam. Sprechen wir mit ihm. Well, well. If it isn't the great detective, Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. Okay. Mr. Dumbass alias Phil Marlowe. So says someone who tried to go undercover with a feather pillow mafia is a turkey. Right, Mr. Turk Cayman? Hey, that was a long time ago. I was young. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, okay, fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? 5 feet tall, half of that legs. Angelic voice, demonic eyes, just the usual. Oh boy. And you? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint. A
amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to toy with, if you know what I mean. Any useful information? For free? Stop clucking around, Philmar. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Good to see you too, old pal. We'll be back. What? Da haben wir direkt mit dem Falschen gesprochen. Ah, nee. Ich dachte schon hier, ey. Können wir nochmal mit ihm sprechen? Just one more thing, Philmar. I see you haven't changed a bit. Do you think we're walking into a trap? You always had good instincts. You know, I couldn't figure out this Natasha woman. Even when I worked for her. Then the trouble is bigger than I thought. Just take care of yourselves. And don't leave your guns out of reach. Oh, that's never happened. Yeah, this crazy cock even sleeps with his. Welcome to the club, Brother Bird. Take care, Phil. You too, old fart. Nice. So, wir haben gerade gesehen, sitzen die hier? Die sitzen jetzt hier, okay. Olivia und Ibn Wrestler. Großer Besuch, da können wir nochmal mit ihm reden. Take care, Phil. You too. Okay, nein. Dann reden wir doch erstmal mit dem Barmann. Den können wir doch nicht ansehen. Two whiskeys, kid, and no horsing around. I've never heard that one before. Sonny, you gotta drive, you know? Yeah, you're right, Marty. Hey, long face, give me a glass of tap water too, okay? Yes, sir. Coming right up. That wasn't exactly what I meant. Oh man, das ist, Alter. Also, in Longface, nice, ey, what? Oh, wir haben hier einen neuen, Hinweis. Der gute alte Filmer muss etwas über Natascha und den Fall wissen, aber er will nicht mit mir reden, ehe ich nicht mit Natascha gesprochen habe. Er wirkte ein wenig nervös. Bestimmt geht es um etwas wirklich Wichtiges. Was haben wir hier noch? Den Barmann haben wir auf jeden Fall nicht. Orte, auch nicht, oder? Nö. Codex? Nö. Hä? Wieso denn schon wieder zwei Hinweise dann, oder? Filmar. Jo, hier, Filmar. Filmar, nur so nennt er sich inzwischen, ist ein alter Kumpel aus der Zeit vor Klorbel. Er ist einer der besten Privatdetektive der Stadt, aber wie all die anderen auch, gerät er oft in Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Trotzdem kann man ihm immer noch trauen, was in Klorbel auf fast niemanden mehr zutrifft. Ja, weiß ich nicht, ne? Ich vertraue mal Sunny. Reden wir vorher nochmal mit dem hier, komm. Gentlemen, your drinks. Yeah, sorry, but we have to run. Thanks anyway, Bojack. My name is not Bojack. I tip you, pal, but I don't have any change, so... Sure, sir. The Tsar welcomes you back anytime. Sounds good, Bojack. Oh Mann, Alter, das ist ja... Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Befragen. Natascha Katsenko. Tell me, hey Breath, have you seen Natascha tonight? Not yet, sir, but she's coming on soon. Well, can you tell me anything about Mr. Ibn Wrestler? Sir, I don't want to. What about, let's see, $5 maybe? But sir, you haven't even paid for your drinks yet. Yeah, stop riding on the details, Big Nose. You do your job and we'll do ours, okay? I mean, we're not here for work, of course. We're just here to relax. Oh yeah, exactly. Just a little fun. Of course, gentlemen. Oh man, das ist... Oh Gott, ich liebe es. Gut, ich denk mal, wir sprechen trotzdem zuerst mit dem Handlanger. Sehen uns den erstmal an. This guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Hey, Marty, I bet you wouldn't dare to go up to him and ask if he hasn't seen your fur coat. What? Why? I'm mad, yeah, but not suicidal. Are you chicken or what?
Piss off. Nein, ich hab's verpasst. Shit. Egal, gut. Aber ein Satz jetzt. Wir können mit dem aber auch nicht sprechen und nichts, okay? Können wir denn ihn nochmal angucken? The old hawk looks like shit, if you ask me. Just like looking into the mirror. The old hawk okay. Like... So. Ja, dann würde ich sagen, haben wir nur noch Ibn Wessler und Olivia, mit denen wir reden können. Und da ich glaube, mit Ibn Wessler, ja, oder wir gucken die erstmal nur an. That woman with Ibn, I think I know her from somewhere. Maybe in your dreams, pal. Okay. Nochmal angucken. The memories are returning. Jeez, just spare me the dirty details. The memories, okay. Just spare me. So, Ibn Wessler. Isn't that? Yes, it is. The great Ibn Wessler in the flesh. So much for our incognito. You think he noticed us? Only if he's not entirely blind. Great. Just try to act normal as much as you can. Yep, that's him, the big rat in the flesh. Well, it looks like this unpleasant conversation can't be avoided. Just try to act normal. Okay. Aber das ist so gut, ne, wie die sich alle immer gegenseitig hier beleidigen und sowas, aber halt immer mit diesem animalischen dahinter, ne? Das ist einfach, das ist grandios. Ich liebe es. So, der Filmer guckt uns immer noch irgendwie so an wie so ein Psycho, genau wie das Eichhörnchen. Uns gucken einfach alle an. Wir stechen wohl sehr heraus aus der Masse. Just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Oh, God. What a pleasant surprise. The Roaster Cop is in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Featherland, of course, Chicken police. Your partner is, Marty McChicken, sir. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Oh, yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, we were, just in the neighborhood, and... Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood-red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh, yeah, indeed. It's a nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But I'm kind of busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. So, jetzt können wir ihn befragen. Wir gucken aber erstmal hier rein. Person. Olivia. Name Olivia Blackwick, Spezies Krähe, Corvus Corone, Geschlecht weiblich, besondere Merkmale für eine Krähe, ungewöhnlich groß und schlank, sie ist still und geheimnisvoll. Olivia ist derzeit Ibn Wesslers Assistentin und Begleitperson. Es könnte sich als wertvoll erweisen, herauszufinden, ob mehr als eine berufliche Beziehung zwischen Miss Krähe und Mr. Ratte besteht. Widerlich. Also ich meine, okay, zu der Geschichte passt es, das ist wahrscheinlich nicht widerlich, das ist eher so normal, aber ich überlege gerade, wie die Kinder aussehen könnten und wie das andere aussehen könnte. Aber die haben ja, okay, die haben normale Unterkörper. Aber das Kind, so eine Ratte mit Krähenschnabel oder so eine Krähe mit so Rattenzähnen, ja, nicht so geil. So,
In letzter Zeit hat er sich recht merkwürdig verhalten, dass er aber versuchen wollte, sich aus seinen illegalen Machenschaften zurückzuziehen und ein einfaches Leben schlichter Freuden zu führen. Problem aber, es geht vollständig... Okay, wir hatten noch drei Sachen. Also zwei waren auf jeden Fall hier Olivia und... War das das? Sie war die Gesangssensation? Nein. Das war das nicht. Orte vielleicht oder Codex? Ne, Codex auch nicht. Hä? Drei Sachen, aber ich habe hier wieder nur zwei irgendwie. Naja, gut. Ist nicht so tragisch. Oder Marty noch was? Ne. Naja, ist nicht so tragisch. Dann werden wir mal mit Ibn Wrestler reden. Da haben wir die Befragung. Okay, das ist immer noch das Gleiche. Ja, komm, wir befragen einfach direkt mal los. Ich hab Schiss, wenn wir jetzt hier draufklicken, dass da irgendwas, jawohl, na komm. Don't be shy, Detective. Ask me anything. All right, Mr. Wessler. Let's see. So, ich schätze mal, das war jetzt auch alles. Befragen wir nochmal. Caesar Club. Nice bunker you got here. Well, thank you, but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, Detective. If you want to know something, play Zach straight, huh? All right, Mr. Wessler, let's make this a bit more professional. Oh, wir fragen trotzdem erstmal aus. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. Das glaube ich ihm. Still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. I wouldn't call that an average life. Shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Der ist mutig auf jeden Fall. Louis C. Hayworth. Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in debt, Detective, but the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just a name, of course, but the man behind the name is another matter, Mr. Featherland. You're a pragmatic rat. Thank you. Natasha Katsenko. Look, Detective, if you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Huh? Look, Detective. All right, Mr. Wessler. Okay, Olivia Blackwick. Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for 6 months. Why do you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. It sounded rude to me. Yeah, please forgive a detective. Olivia's a real firecracker. Ja gut, dann machen wir mal eine Vernehmung. Wessler is a tricky guy. Oh Gott. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Yet. So, was haben Sie gedacht, als Sie von der Erpressung hörten? Oh, wir sind im Minus schon bei ihm. So, wir gucken erstmal. Thema, Hobart Ibn Wessler. Wessler ist ein gerissenes Kerlchen, leider. Achso, das hat er ja gerade gesagt. Ja gut. How did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. And now? Now I'm kind of interested. But I wouldn't call it blackmail yet. They're just empty threats. There were no demands. Good point. Thank you. Are we done? No, not quite. I'm sorry to hear that. So, jetzt kommt's drauf an. Sie machen einen sehr beschäftigten Eindruck. Darf ich Sie fragen, was Sie geschäftlich machen? Warum haben Sie nicht einfach die Polizei gerufen? Ja, warum hast du nicht die Polizei gerufen, ne? Ich finde, das gibt safe Minus. Weil, ne? Das ist schon wieder so eine Provokation. Why didn't you just call the police? Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case.
So do threats. Who are you trying to convince, Sonny, huh? They would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. Your lawyers are too good for that, Ibn. Yeah, I guess you're right, Chicken. Minus 15? Ach, du verarsch mich doch. Glauben Sie wirklich, dass wir so dumm sind? Warum sollte jemand Grund haben, ihre Freundin zu erpressen? Minus 15, Alter. I don't know. Maybe because she's my girlfriend? You think that's enough? It's plenty enough. Good point. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because, people who do that end up in the alley, if you catch my drift. Very much so, Mr. Wessler. Oh, jetzt gibt wieder Minus, ne? Wessler is tougher than I thought. And he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Okay. Ja, plus 10, aber nice. Oh Mann, stehen Sie und Natascha sich nahe? Finden Sie diese Botschaft nicht gefährlich? Gab es in Nataschas Vergangenheit vergleichbare Vorfälle? Verbringen Sie viel Zeit hier? Wir fragen erstmal das. Das hört sich irgendwie nett an. Don't you find these messages dangerous? That specific word is, it's insulting and obscene, and unfortunately, everyone could see it on the street. I'm sure you know they painted it on the wall. I know. Well, yeah, it's unpleasant, but no threat in itself. I put it down to some jealous showgirl or a deluded fan. Nothing more. Jealousy can be dangerous. Yeah, most crazies are harmless. You know that firsthand. Anything else? Plus 5 aber. Reden Sie Klartext, Wrestler. Zeitverschwendung bringt uns beide nicht weiter. Gehen die Geschäfte gut, Mr. Wrestler? Ist zwischen Natascha und Ihnen alles in Ordnung? Das klingt so provokativ. Machen wir mal das. Das klingt noch am wenigsten scheiße. Depends on which one. Real estate, catering, charity, protection, extortion, bribing cops, contraband, the usual. Yeah. Funny guy. How are the casinos? Fine, thank you. Yeah, gambling has always been a good business. Luck is expensive around here. Damn, if only I knew that. I heard gambling was illegal. And I've heard you're not on the force at the moment. Then it seems we have a fair fight. On uneven ground, Mr. Featherland. I'm not sure I'd stand on it for long, if I were you. That was candid. Yeah, I try to be clear. Plus 10 aber. Das klingt beides halt kacke und wir sind gerade so weit. Oh, is everything all right between you and Natascha? Yeah, you don't beat around the bush, do you? Understandable, I guess. Naturally, our relationship is stable and perfect. I'm the setting, she's a gemstone. Yeah, if you know what I mean. I rarely hear such poetry, but I understand exactly what you mean, Mr. Wessler. So, you have your answer. No recent friction? Wouldn't you like to know? It would make my job easier. Yeah, it would only lead you astray. So be glad that I tell you no. No friction. Ibn is quick-tempered, and I can use that to my advantage. I've confounded and softened him with my previous questions. Now it's time to be specific and ruthless. Okay. Oh, plus 5. Wären Sie bereit, auf dem Revier eine Aussage zu machen? Das klingt scheiße. Gab es früher schon einmal vergleichbare Drohungen? Der Gangsterbus und das Kätzchen, was? Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? The mob boss and the pussycat, eh? How did you even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora, so I accidentally let some big secret slip out, huh? A simple answer would work. You know, Natascha, she's both connoisseur and muse. How was it? When was it exactly? You don't remember. That's strange. Ah, yeah. The millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the millions back then. She was a dancer.
Behind the scenes, I arranged opportunities for her on the big stage. Yeah, maybe she still doesn't know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. I guess she was willing. The next day, she had the club in her name. Well, that is romantic. Yeah, there are many kinds of romance, Birdman. There's cheap and there's expensive. You get what you can afford. Okay. Plus 10. Alter, das ging gut. Leben Sie und Natascha im selben Haus? Das ist das Einzige, was wir anklicken können. Oh, you're really something. Natasha is a free woman, but mostly, yeah, at my place in Gold Town. But she has her own kind of a weekend house. How often does she use the weekend house? Yeah, every other weekend, roughly. I see. That's very important information. Yeah, if you say so. Plus 10. Dann fühlt Natascha sich also massiv bedroht, geht aber trotzdem alleine aus. Ist sie ganz alleine, wenn sie am Wochenende dort ist? So Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Yeah, I know what you're getting at, but I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but in our social circles, banquets and dinners are frequent. Illegal gambling nights. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy about the roulette wheel. Always putting it all on the red, right? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah. So, can we meet your lady? I don't see why not. But first, please, listen to her sing. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft, so ein bisschen, glaube ich. Oh, echter Ermittler. Mann, so muss das. Fokusgenauigkeit 90%. Okay, einmal verdrückt. Nice. Wichtiger Hinweis. Ibben versucht jedes Mal das Thema zu wechseln, sobald wir auf die Drohungen zu sprechen kommen. Er weiß eindeutig mehr, als er zugibt. Abschließende Gedanken. Die legendäre Chicken Police ist wieder in Aktion. Ein wenig erschöpft vielleicht, aber gut in Schuss. Gute Arbeit. Thank you for your time. We'll be seeing you. I have no doubt about that. Hey, we should grab a coffee or something, Olivia. You know, for old time's sake. Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Oh. Please, take a seat. The show's gonna start soon. So, gucken wir uns die Show noch an. Sonny. Ever given me such a unique compliment before? Forgive me, my name is Santino Featherland. I thought so. You look more or less like I imagined. More or less.
sometimes less is more, Mr. Featherland. Ahem. You were amazing, dear. As always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? But of course. Ibn will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you. I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sunny. You'd be too conspicuous otherwise. Hey, I understand. You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. Three knocks, a short pause, then another three. I'll be waiting. Go, before he comes back. Okay. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop, and a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. So, wir sind bei Natasha im Apartment. Wir haben hier viel zum Umsehen, das machen wir in der nächsten Folge. Was ich jetzt noch mitnehmen werde, um zu gucken, ob das auch dann speichert, ist The Seven Rule of Predation. Ist die Ziege gerade ein Auge eines Schweins? Interessant. So, und was ich auch noch eben mache, ich lese nochmal eben kurz vor, was wir haben. Im versucht jedes Mal das Thema zu wechseln. Achso, das haben wir ja schon. Das war ja noch der abschließende Bericht. Natasha. Nein. Ibn. Das haben wir neu. Ibn verhielt sich recht seltsam und zögerte, als ich ihm davon erzählte, dass ich Natasha getroffen hatte. Es wäre interessant, die Geschichte aus einer anderen Perspektive heraus erzählt zu bekommen. Okay. Mit Philmar müssen wir auch noch reden. So, Codex-Seiten, haben wir da noch was Neues bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube gerade sogar nicht. Ja, hier haben wir Mega True Detective. Da haben wir leider nur Decent Cop, aber True Detective. So muss das. Ja. Haben wir hier noch? Ne, da haben wir auch nichts Neues. Der kam ja auch zum Gespräch, aber... Ja gut, so viel Neues haben wir jetzt gar nicht. Dann würde ich auch mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann sprechen wir, nachdem wir hier uns umgesehen haben, mit Natasha. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen.